Eine ganz besondere Art der Bildpräsentation bei einer Ausstellung möchte ich in diesem Video zeigen. Wir haben letzten Samstag bei der Langen Nacht der Museen in Stuttgart mit dem X-Lab teilnehmen können. Und an diesem Abend haben wir zwei Ausstellungen hier gezeigt. Die eine ist die Ausstellung Panorama Recordings von Rainer Ecke, einem bildenden Künstler, einem Freund von mir. Und die andere Ausstellung war meine Ausstellung Women in Jazz. Und ich habe mir hierfür ein ganz besonderes Präsentationsthema ausgedacht. Wir haben die Bilder auf Aluplatten quasi im Raum schweben lassen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich einmal den Unterschied zeigen zwischen einer Ausstellung mit Bilderrahmen und einer Ausstellung in dem Stil, wie wir es hier gemacht haben, weil diese Ausstellung läuft zurzeit gerade zweimal simultan, nämlich einmal in Halle an der Saale im Rathaus und hier in Stuttgart zur Langen Nacht der Museen. Hier ein paar Eindrücke vom Abend. Bei dieser Ausstellung hier im X-Lab haben wir die jeweiligen Musikerinnen auf Aluplatten aufgezogen, die wir übereinander gehängt haben. Wir zeigen das hier im Bild und mit Nylonschnüren an der Decke aufgehängt haben. Das Interessante dabei ist, dass diese Aluplatten quasi im Raum zu schweben scheinen und man kann um sie herumlaufen wie um Installationsobjekte. Also es sind keine Wände, an denen man entlang läuft, sondern man kann die Bilder beidseitig wie Skulpturen im Raum betrachten und kann sich um die Bilder quasi herum bewegen. Eine sehr schöne Idee, die den Raum sehr schön füllt und auch sehr interessant aussieht. Ich persönlich mag diese offene Präsentation auf Aluplatten ohne Glas, weil das einfach direkt ist. Natürlich könnte man sagen, okay, das Bild ist nicht geschützt, aber damit muss man leben. Die Alternative dazu ist natürlich, dass man Bilder in Rahmen zeigt. Und das habe ich ja auch gemacht. Wir zeigen hier mal ein paar Bilder aus Halle von der Ausstellung. Hier hatten wir das Glück, dass der Veranstalter, also das Rathaus, die Stadtverwaltung, sehr professionelle Rahmen hatte. Die Rahmen, die ich mir persönlich, wenn ich mir welche kaufen würde, auch besorgen würde, das sind die Rahmen der Firma Halbe. Ich möchte jetzt nicht speziell Werbung machen, aber das sind einfach die Rahmen, die wirklich, mit denen man sehr einfach und professionell arbeiten kann. Zum einen, das sind Magnetrahmen, die man einfach ohne irgendwelche Schrauben oder Federn zu lösen abnehmen kann. Und die Trägerplatten sind so leicht und steif, dass die Bilderrahmen sich auch nicht verwinden. Also eine wunderschöne Sache, damit macht es richtig Spaß. Aber man sieht, dass die Präsentation an den Wänden in Rahmen komplett anders wirkt als die wir hier im X-Lab gemacht haben. Das eine ist nicht schlechter als das andere, es ist einfach nur anders und es ist natürlich Geschmackssache. Aber ich habe hier
eben die Möglichkeit gehabt, mal beides auszuprobieren. Und ich denke, beides kommt sehr gut an. Beide Ausstellungen sind sehr gut angenommen worden. In Halle hatten wir eine Vernissage. Ich darf Sie begrüßen zur Ausstellungseröffnung Rüdiger Schestag, 10 Jahre Berlin Jazz. Bevor Frau Dr. Marquardt, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Kunstvollen Porträts das Festival dokumentiert. Sie sind der schönste Beweis für den Facettenreichtum, der hier in 10 Jahren entstanden ist. Also eine insgesamt sehr runde Sache an beiden Orten, obwohl es sich um ganz, ganz unterschiedliche Art der Präsentationen handelt. Seien Sie also kreativ, wenn Sie Ihre Bilder präsentieren, und beziehen Sie auch einfach mal den Raum in die Ausstellung mit ein. Man muss nicht immer alles nur an die Wände hängen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen aus dem X-Lab.